Das sind natürlich absolute. Also da hasst uns jemand. Reicht das weiter für Platin? Ich denke schon, ja. Keine Augments. Okay. Also, da können wir direkt mal überlegen, was bedeutet das. Das bedeutet, die ganzen TF-Spieler, wie ich, können nicht 6x Siegs bauen. Das heißt, Garen sollte direkt deutlich schwächer sein. Void 8 gibt's quasi nicht. Das heißt, wir suchen nach Comms, die ohne plus 1 gut sind. Idee ist, hier Chogath einfach ein Ding fressen zu lassen. Shurima kann funktionieren. Also hier ist jetzt nicht so davon abhängig, dass da 6 Siegs daneben sind. Die ganzen Dead-Icons funktionieren. Das hat tatsächlich gar nichts mit uns zu tun. Also wenn du mit OnlyFans Grappling so angeflüstert wirst, das liegt an Twitch. Das hat nichts mit unserem Channel zu tun. Da kann dir keiner meiner Mods weiterhelfen. Da hoffen wir einfach alle, dass dass Twitch das langfristig besser in den Griff kriegt. Wir haben keine Synergies. At all. Da ist ein Ruffy McTuffy, ey. Nichts tust da. Keine coolen Synergies. Gegner hat beides. Was auf Tuster und eine Menge cooler Synergies. Aber das stimmt zumindest mit einer Ultra-Skill hier. Oh. Cassio? Oh, Cassio. Oh, killbar. Oh, ich hätte Void spielen können. Ich hab den Mainzer nicht. Nicht genug Beachtung geschenkt, fürchte ich. Bei 3 wäre hier gut gewesen, denke ich. So spät als nie, I guess. Ich hätte voll gern die Karma eigentlich auch spielen, aber. Es gibt halt nur so und so viele Units, die gehen. Gunblade Slam, ähnlich wie Rageblade Slam, mache ich sehr, sehr gerne, sehr flexibel. Wenig Situationen, wo das wirklich backfired. Ja, ich kriege auch pro Tag, glaube ich, 2, 3 von diesen OnlyFans-Dingern. Einfach ignorieren. Er hat seinen ersten Fight gewonnen. Au. Oh. Ich denke, so ist halt immer, wer auf sowas reinfällt, der hat im Internet auch einfach nicht allzu viel verloren, ne? Also. Natürlich wäre es besser, wenn sich Twitch da mehr drum kümmern würde, aber
ist Level 5 gepusht. Gen 2, wie gesagt, Gen 2 spiele ich auch sehr gerne Windstreak, wenn ich das hätte. Das ist sehr potent. Sagen, Cassio Focus grundsätzlich ein Problem für uns, ne? Also, könnte oft uns schon echt was killen, wenn sie nicht so dumm wären. Ist so ungewohnt, dass man mal wieder auf Items achten muss. Sollten hier auf jeden Fall Richtung Ragebed jetzt gehen. Die Reports helfen ja. Sieht man ja die Leute. Sind ja meistens einen Tag später schon gebannt. Ja, ist die Frage, ob man hier einen Comp-Switch macht. Zum Shurima. Weil Yordle hier schon extrem wenig Scaling hat. Ich denke schon. Void hat kein Scaling. Yordle, weil ich gerade Teemo gelesen hatte. Multicaster wäre nämlich auch ein Thema. Die kommen aber noch nicht gespielt, also werde ich sie auch nicht spielen. Risky. Aber jetzt macht die Kasse auch tatsächlich Sachen. Aber in letzter Zeit nicht so viele gute Erfahrungen mit Shurima gemacht. Gar nicht genau, woran das lag, aber ich habe sehr viele Runden verloren. Aber sie ist tatsächlich auch die einzige Unit im neuen Set, mit der ich minus LP gemacht habe bis jetzt. Was dann natürlich schon sich sehr absurd anfühlt. Wir werden hier auch jeden Fight potenziell verlieren. Sind alle stärker als wir. Ad Warwick 2 und Iridia 2. Cassio richtig krampfhaft versucht hat, unsere Frontline am Leben zu halten. Cassio war schon Biest. Respekt vor Cassio. Macht gut Work hier. 900 geheilt. Aber dass sie das da oben nicht gefixt haben. Tja, PvE auch schon öfter angesprochen. Ja, was ist mein Exit-Plan hier? Nicht so richtig ein, ne? Klingen erstmal jetzt lange auf die Fresse und dann hoffen wir, dass es besser wird. Bist du eher ein Fan von Rageblade of the oder Statics? Immer Rageblade. Das ist auch gar nicht die Frage, sondern die Frage ist ja. Also Rageblade, Gunblade würde ich nie tauschen auf sie und dann ist eher die Frage, ob man Static oder Abaddon. Exit-Plan ist beten. Fühlt sich ein bisschen so an, ja. Fühlt sich leider wirklich so an. Also, das ist mit Rabe dann Static Gunblade. Ja, es garantiert, auf höchstem Niveau sind die Fights auch einfach schneller, weil die Boardstärke generell stärker ist. Aber ich würde keinen Casual-Spieler empfehlen,
zu gehen. Schön, dass der Renekton zumindest eine Heilung durchbekommen hat. Aber ihr seht, was das Problem ist, ne? Boah, ich bin so happy mit Cassio. Wenn wir die nicht hätten, hätten wir schon so viel weniger HP. Aber sehr unzufrieden, nichtsdestotrotz. Ich sehe halt auch einfach keine Upgrades. Einfach jetzt loose bis 4-1. Und dann all in. Dann asierten. Also ich sehe nicht, wie ich mich hier stabilisiere, wenn ich jetzt level und rolle. Also wenn man levelt und rollt, was man ja in 3-2 immer machen sollte, dann muss man halt irgendeine Idee haben, wo man hin will. Und ich habe ja so hardcore gar keine Idee, wo ich hin will. Also ich wüsste keine Unit. Also klar, man kauft einfach einen Shop-Layer und hofft, dass man zwischendurch halt irgendwie die Erleuchtung kriegt. Aber ja, boy oh boy. Nicht weit von der Erleuchtung weg. Dann lieber jetzt den Loose-Streak spielen. Damit wenig Gold versuchen, noch auf den fünften zu kommen. Als jetzt Hero-mäßig hier irgendwas noch zu probieren. Also, wir spielen auf jeden Fall Azir-Carry. Aber auf 6 hätte ich halt keinen Azir. I'm struggling. Der mit 5 einfach Winstreak hat. Swain ist so krass. HPs, als HP-Saver ist Swain so geil, ey. Wieder mehr Swain spielen, ey. Der hat einfach Swain 2 und kann einfach mit Level 5, kann er einfach leben. Der ist auch Level 5. Der hat wahrscheinlich eine ähnliche Idee gehabt wie ich. Ich glaube, ich habe das stärkere Board, aber er hat Sunfire, was mein Relic countert. Es wäre für uns hier besser, wenn wir verlieren. Weil wir ja die Idee haben, den Loot-Streak durchzuspielen. Ich vermute, dass er eine ähnliche Idee hat. Aber er hat ja doch einfach schon Seri, ne? Er weiß schon, was er will. Leider weiß es meine Cassio auch. Holy shit. Ah, mit Cassio einfach die Runde. I can't believe it. Er hätte jetzt einfach gleich fast Seri 2. Das ist ja crazy. Jetzt Items nutzen. Ja, wir können jetzt den Loose-Streak nicht durchspielen. Das heißt, leveln. Und I guess Teemo. Hier. Zum Multicaster. Ich sehe irgendwie nicht, wie ich die Cassio mehr enablen kann. Awkward shit kommen. Aber ich vermute, es ist genug. Ah, was ist das? What can I play here? Ich habe jetzt so viel Ionia, aber...
So, ich kann nicht in die Comp gehen. Ich kann versuchen, eine andere Asir-Frontline zu spielen. Den Shendern wenigstens nutzen kann. Ich krieg den Windstreak nicht gehalten. Oder doch? Ist die Scheiße strong? Ich kotze. Jetzt sind wir Sechster und haben halt das Gold nicht. Hätten wir den Win geholt, dann wäre ja alles gut. Ist halt die Frage, ob Asir 1 sie rettet. Ich vermute nämlich nicht, leider. Aber also, Items hat sich hier ganz gut sind. Na gut. Das Herz der Karten möge sprechen. I mean, it's at least fun. Okay, der Roll von Renekton hat uns gerade hart den Arsch gerettet. Natürlich nicht hart genug, um einen Fight zu gewinnen, ne? Aber zumindest damit wir uns nicht ganz blamieren. Bisschen awkward das Ganze immer noch. Aber ich glaube, ich bin auch einfach fuck. Ich weiß nicht, ob ich den Aphelios Way Out hätte nehmen sollen. Der sah irgendwie recht schmackhaft aus. Ich dachte mir jetzt, dass ich zumindest den Versuch starte, hier mit Strategist so ein bisschen Zeit zu schinden. Scheint auch ganz gut geklappt zu haben. Aber wir müssen halt einen Lucky Asir Donkey rollen. Bitte Geschichte, dass wir einfach einen Gen 2 haben. Sie aus dem Karussell. Oh, das ist eigentlich auch ein guter Call, ja. Was macht Jen eigentlich? Gain 450 Shield and grant 350 Shield to two lowest allies for 4 seconds. After shielding his allies, Jen Shields refreshes. Okay. Ja, ganz schön krasse Werte, die der da schildmäßig aufbaut. Wenn ich jetzt hier einfach dank dem. Ne! Ah, wenn da jetzt ein. Jetzt kurz. Aber Kassade wäre auch gut gewesen.
God damn. Brauchst du eigentlich noch Shiefer? Was ist deine Meinung dazu, dass es beide nur 40 Kampflosen geben soll? Ja, ich finde die ganze Geschichte ein bisschen merkwürdig. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie ein bisschen. Also, es wird ja offensichtlich dazu führen, dass Shisha-Bars kaum noch rentabel sind oder deutlich teurer werden. Ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen gegen die Clan-Kriminalität gehen soll. Was an sich natürlich etwas ist, was ich befürworte. Aber. Ist halt schwer verständlich. Die Regelung wirkt sehr willkürlich. Das macht es dann irgendwie ein bisschen absurd. Spricht nicht für Shen, wenn Johnny nachschauen muss. Ja, es gibt so ein paar und die spielt man einfach rein. Die sind halt nie so übel krass, aber die machen halt immer ihren Job. Da gehört Shen für mich dazu. Das ist natürlich bitter, ne? Der wäre tatsächlich jemand gewesen, der einfach rausfliegt. Aber nicht nur hat er sein Game in 2 getroffen, der hat vor allem auch seinen Kassante aus dem Karussell hier mitnehmen dürfen. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand den jetzt noch den Damage reindrücken kann, den wir brauchen, damit er rausfliegt. Weil er halt jetzt auf einen unglücklichen Powerspike ist. Bin ich derjenige, der ihn rausdrücken kann? Da war close. Ich meine, das war überhaupt nicht los, alles easy. Wir müssen weiter Donkey Roll, ne? Das hilft ja nix. God fucking bless. Right hat Erbarm. Vielleicht ist Cassio aber auch einfach heavily underrated at carry. Wenn wir jetzt den ersten Fight Deck verlieren, leider so ein Stück weit ausgehen muss, dann müssen wir uns überlegen, ob Cassio nicht stärker ist, als wir denken. Die Strategies habe ich auch lange nicht mehr gespielt, ne? Aber 45 AP für die Backline und 500er Schild für die Frontline kann man schon mal machen. Mhm. Fight natürlich erstmal direkt hart verloren. Ja, normalerweise spielt man hier jetzt 5 Shurima, aber tatsächlich sind meine Shurimas so bad, dass es, finde ich, keinen Unterschied macht. Hätte ich die Runde gewonnen, wäre auch schon wieder fein gewesen. Nee, 5 Shurima ist halt quasi einfach alle Ascenden, aber who cares? Also, ich sende dann literally Talia, Cassio 1 und Akshan 1. Das ist so... Ich kann nur jedem empfehlen, halt mit Shisha-Rauchen aufzuhören. Ne? Einfach scheiße ungesund. Und der Entzug tatsächlich auch gar nicht so einfach. Ich weiß natürlich, ne, wenn man darüber spricht, keiner ist süchtig. Nein, nein. Aber wenn dem so ist, dann hört doch einfach nur mal zum Spaß mal auf und guckt mal, wie ihr euch dann fühlt. Aber nur so zum Spaß. Ihr seid ja nicht süchtig. Das heißt, ihr könnt ja jederzeit aufhören. Dann raucht ihr einfach mal eine Woche nicht und dann guckt ihr mal. So, ja, die Kopf ist immer noch ein bisschen weird, aber der Swain als HP-Saver gefällt mir gut. Gar nicht gut gefällt mir, dass wir nur gegen die Top-Boys spielen müssen jetzt. Und alle sind halt jetzt strong. Wobei, der ist halt Level 6, ne? Aber der dasht auf jeden Fall in meine Backline. Javin, kannst du den nochmal CC'en? Sehr gut, danke. So, jetzt ist er in meiner Backline. Hat er dir den hochwerfen? Nee, macht sie nicht. Dann geht's halt meiner Sia. Oh, doch, dem geht's gut. All gut. Stell noch eine Ult, bevor du stirbst. Fantastisch. Oh, war eine richtig wichtige Ult. Huh. Okay. Oh yeah, that's promising. Nächste Liga-schwache Shurima. Honestly, Shen. Mach mal was. Mach mal bitte was. Mach mal einen Trick. Also, Nase ist natürlich kein schwacher Shurima in general, ne? Aber hier sind halt alle bei mir mangelernährt. Also. Shurimas, nein, nein.
Aber es ist schon witzig, die AP war hier, ne? Also. Huh! Okay. War da doch nicht witzig. Und da ist halt einfach das größte Schild aller Zeiten und. Damals hat es auch gebraucht. No. Zieh, zieh, zieh! Oh, Asia-Maschine, Mann! Ja, Asia zeigt ein bisschen, wo der Hammer hängt und sowas, ne? Ach, gut. Also, wir haben jetzt gerade gegen die Rogue-Leute gespielt und jetzt hitten die... Oh mein Gott, der hat Garen's Three-Star. Weil ich stelle einfach nicht gegen den auf, weil wir verlieren anyway gegen den, ne? Dann ist es ja eigentlich auch egal. Dann ist es jetzt einfach egal. Aber tatsächlich waren wir der Letzte, der gegen ihn gewonnen hat. Was echt bitter ist, weil der hatte 16 HP, als der Garen 2 gehittet hat. Aber die Kopf ist einfach so strong, ne? Ja, der hat leider Philios 2. Das ist dann so die Kragenweite, wo mein 2-Cost Main Carry Swain langsam an seine natürlichen Limits kommt. Und jetzt haben wir 25 HP und fighten um den vierten. Aber der ist halt unschlagbar, ne? Das ist sehr ärgerlich. Ich kann echt hoffen, dass wir jetzt nicht allzu bald gegen den ran müssen. Ich schieße einfach Jarvan 2 hier auf jeden Fall mein Play. Nice. Jarvan 2. Spellcrit für... Honestly, Jarvan? Ja, Damage ist ja Gigashit. 210% Brutalier, ne? Die imaginären Knockups, die wir kriegen werden. Das ist ja auch nur 210. Ah, alle 210, ist ja witzig. Ja. Es wird ja keiner genockt. Du Scheiße. Komm, Jarvan. Channel deinen inneren Michael Jordan. Der hat Seri 2 und 2 Legendary. Und Sechu 2. Ja, und jetzt sei das Problem, dass wir gegen ihn jetzt ran müssen, ne? Ich sehe das kommen. Wir werden jetzt einfach von Garen in 5-6 gekickt. Das würde mich sehr traurig machen. Ich ahne, dass es passiert. Trainer Teemos Power Spike, let's go. No. Ist zu kompliziert. Ach, der Roll kommt so spät und dann ist er so gut, aber ich bin so bad, ne? Aber damit hätte ich es haben können. Habe ich es anyway? Junge, die Schilde von Shen sind ja so nice. Maori droppt gerade auch durch. Und das ist Top 4. Gib mir die Lobby. Das ist die closeste Lobby, die wir seit langer Zeit hatten, ne? Look at this Lobby. Aber wir mussten lange nicht den Garen facen. Der besiegt halt alle.
Ich lock für Master Memory immer am Ende der Runde. Aber wichtig, dass man irgendwann einen Moment hat, wo man es immer macht. So, ist die neue Idee. Spielt leider auch einfach keine Rolle, ne? Ja, meine Damen und Herren, gut, tatsächlich können wir ihn nicht facen. Chen hat gute Items gerollt. Ist there hope? Echo 3. Cutter halt. Aber wir haben ein schönes Redemption da vorne drin. Okay, Cutter ist schon in die Backline gedasht. Also dasht jetzt nicht nochmal direkt zu Masir durch. Masir denkt sich allerdings, Samira ist eine scheiß Unit. Lass die mal killen. Machen wir auch. Top 4, my friends. Siegt irgendwer den Garen? Ah, das war leider unser Best Shot. Der hat das stärkste Board dafür. Top 3. Mehr können wir nicht verlangen. Was wäre mit Cassandra, ha? Huh? Interessante Rule. Nee, Riot hat sich jetzt aber auch entschieden, dass das jetzt auch erstmal reichen muss mit Glück, was wir hier hatten. Okay, Garen hittet erstmal nur ein. Das wäre immer das Beste, was passieren kann. Aber ich glaube, es macht einfach gar keinen Unterschied. Oh, Javens, jetzt sieht gut. Geht der Javens noch null durch? Ja. Wir hatten zumindest das Minus in Grenzen. Also, wie viel Damage wir kriegen. Ja, ist krass, ne? Der hat komplett getrollt. Hat 16 AP, hittet Javens 2 und verliert keine Runde mehr, bis er Garen 2 hittet dann. Ja, wir haben tatsächlich noch einmal gegen den gewonnen, aber es hat nicht gereicht. Und da gewinnt er einfach die Lobby. Aber weil Garen broken ist. Das tut weh. ...97 AP auf Gold 1. Aber war trotzdem eine schöne Runde. Ne? Nehmen wir mit auch mal ein bisschen was anderes hier wieder. Ohne Augments. Ist halt auch einfach... Was soll man ohne Augments machen? Shurima, aus meiner Sicht die gute Option. Ich hatte gesagt, Garen ist schlechter, weil man halt viel weniger Siegs hat. Aber wenn du natürlich die ganze Zeit Last Place bist, dann darfst du dir trotzdem die meisten Items aussuchen. Und dann gewinnst du halt leider trotzdem. Das. Ich spiele ja selber viel Garen, aber ich muss sagen, die Runde war schon frech. Also ohne Augments mit Garen zu gewinnen, aus dem Spot heraus, frech. Sehr, sehr frech. Aber muss auch mal sein. Deswegen... Das war's für den Drittkanal. Peace, euer John.